Liebe Leute, heute möchte ich mit euch über ein paar Geschäftsideen sprechen. Wer von uns hat nicht so ein Heft, wo er oder sie ab und zu seine Gedanken oder Ideen hineinschreibt? Und ich habe hier in diesem Heft jetzt seit einigen Monaten, immer wenn ich eine gute Idee hatte, wo ich mir gedacht habe, da könnte ein gutes Geschäft draus werden, habe ich mir das hier drinnen notiert. Wir werden jetzt diese Ideen zusammen durchgehen, ich werde es ein bisschen erklären. Und im Anschluss könnt ihr mir sagen in den Kommentaren, welche dieser Ideen glaubt ihr ist eine gute Idee, welche Idee ist glaubt ihr schlecht. Meistens, wenn man seine Geschäftsidee vorstellt, kommt immer das funktioniert nicht. Aber in Wirklichkeit weiß man es erst, wenn man es ausprobiert hat. Und wenn ihr Interesse habt, vielleicht eine oder andere dieser Ideen mit mir zusammen umzusetzen tatsächlich, dann kontaktiert mich. Los geht's, das sind die Geschäftsideen. Die erste Geschäftsidee ist eine Social Media App, wo du deine drei besten Fotos posten kannst und nur die. Und zwar war meine Idee bei dieser App, dass du das Twitter-Prinzip anwendest, aber auf Fotos. Das Twitter-Prinzip ist deswegen so erfolgreich. Am Anfang waren es ja 140 Zeichen. Du musstest dich auf diese 140 Zeichen beschränken. Und sich beschränken fördert teilweise auch die Kreativität. Ursprünglich ist diese Idee gekommen, weil ich hatte ein Handy, auf dem man nur begrenzt Fotos speichern konnte. Das Problem war, sobald ich irgendwie mehr als, ich weiß nicht, 40 Fotos machte, dann war der Speicher voll. Das heißt, ich musste immer ein altes Foto löschen, um ein neues Foto zu machen. Was ist daraus entstanden? Naja, ich habe immer das schlechteste Foto gelöscht, um ein neues Foto zu machen. Über die Zeit habe ich dann auf einmal nur extrem gute, für meine Verhältnisse, gute Fotos auf diesem Handy gehabt. Dadurch, dass ich mich einschränken musste, ist die Qualität gestiegen dieser Fotos. Und irgendwie war die Idee, das vielleicht in einer App, nicht bei Instagram, wo du 1000 Fotos machen kannst, egal, sondern wo du nur deine besten Fotos ablädst und wenn du wieder eins hochladen möchtest, dann musst du ein altes löschen und so dich am besten darstellst und damit die Qualität der Fotos auf dieser Plattform immer weiter steigt. Idee Nummer 2. Der TikTok of Shopping. Und zwar, TikTok macht süchtig. Und jetzt war meine Idee, es ist natürlich eine furchtbare Idee, moralisch sehr verwerflich, aber einfach eine Shopping-App zu machen, die nach dem TikTok-Prinzip funktioniert. Ich finde, Amazon als Plattform ist sowas vom Jahr 2000. Warum nicht eine App, wo Unternehmen nur ihre Produkte die ganze Zeit herzeigen und du gehst nur deswegen in die App, weil dir langweilig ist und du shoppen möchtest, weil du dein Geld ausgeben möchtest. Im Hintergrund natürlich ein Algorithmus, der die Daten sammelt. Das heißt, die besten Produkte, die genau auf dein Bedürfnis zugeschnitten sind, die du genau in dem Moment kaufen möchtest, die werden dir präsentiert. Das heißt bei mir, ich habe mir gerade eine neue Jacke zum Beispiel gekauft, wäre vielleicht schon die Jacke hier in der App mir gezeigt worden, vielleicht schon eben in interessanten Positionen und ich hätte sie kaufen können. Das heißt, diesen Süchtigkeitsfaktor von TikTok kombinieren mit reinem Shopping funktioniert hundertprozentig. Aber braucht das die Welt? Ist die andere Frage. Dritte Geschäftsidee. AI Consulting. AI will transform your business. Here's how. Das heißt, die Idee von AI Consulting, also mich persönlich interessiert das Thema Artificial Intelligence enorm. Und ich glaube, es wird innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre die komplette Wirtschaftswelt umstellen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das heißt, eine Möglichkeit wäre hier ein Unternehmen zu schaffen, das Unternehmen in Österreich berät in die Richtung, wie können sie Artificial Intelligence oder Machine Learning einsetzen, um ihre Produktion effizienter zu machen, um ihre Produkte besser zu machen, um das Service zu beschleunigen, um besser für ihre Kundinnen und Kunden da zu sein. Das heißt, Artificial Intelligence Consulting wäre, glaube ich, eine Geschäftsidee der Zukunft. Ja. Mission Waves steht hier auch noch in meinen Geschäftsideen natürlich drinnen, www.missionwaves.com. Die Seite gibt es noch immer. Da war meine Idee, ursprünglich ein philosophisches Surfcamp zu etablieren. Mittlerweile habe ich auch einen Online-Kurs daraus gemacht, wie du deine Berufung finden kannst. Habe da auch schon einen verkauft davon. Das heißt, ich weiß, dieses Geschäftsmodell funktioniert. Das heißt, ich bräuchte das nur herannehmen, neu aufsetzen,
bisschen modernisieren, in Social Media gehen und ich glaube, das würde auch gut funktionieren und tatsächlich hilft das auch vielen Menschen. Also mir persönlich hat das sehr geholfen, dass ich hier selber das angewendet habe, was ich bei Mission Waves einsetze. Nächste Geschäftsidee. Organics Marketing war die Idee. Ich habe dann gegoogelt, DOA, The Organic Agency, gibt es schon und macht Ähnliches, was ich da als Idee hatte. Und zwar ist da die Idee, Marketing nur organisch laufen zu lassen. Das heißt, keine bezahlte Werbung, weil warum? Bezahlte Werbung ist einfach nervig, seien wir uns ehrlich. Jedes Unternehmen, das bezahlte Werbung schaltet, besonders auf YouTube, diese Leute, die immer Stopp sagen, extrem nervig. Das heißt, eine Marketingagentur, die davon Abstand nimmt und wirklich durch richtig gutes Content-Marketing, wo das Marketing selber so gut ist, dass du es gerne konsumierst und dadurch einen positiven Blick auf die Marke bekommst. Das heißt, das wäre die Idee gewesen, eine nachhaltige, organische Marketingagentur aufzubauen. Wenn dich diese Idee interessiert, dann bitte kontaktiere mich. Dazwischen sind noch ein paar absurde Ideen. Und zwar war eine Idee, ich weiß nicht, die ist mir einfach so gekommen, eine Pieper-App. Das heißt, früher hatten wir diese Piepser, wo du Leute anpiepsen konntest, wo du nur die Nummer jemandem geschickt hast und das Angenehme an dem war, es war nicht aufdringlich, du hast gesehen, aha, da ist die Nummer von dieser Person, ich kann sie irgendwann einmal zurückrufen, vor der Entwicklung des Handys. Und meine Idee war jetzt, das ähnlich nochmal irgendwie aufs Smartphone zu bringen, dass du Leute quasi nur anstupsen kannst, so quasi, hey, melde dich doch mal wieder. Und der kriegt diese Nachricht und denkt sich, ah, ist nett, okay, ich melde mich oder ich habe gerade keine Lust, ich melde mich nicht. Das heißt, eine Anstups-App oder Piepser-App, wenn man so will. Dazwischen sind ein paar so vage Ideen, die noch nicht wirklich Geschäftsideen sind, aber ich denke, dass vielleicht geschaut werden kann, wie Blockchain mit Weltraumforschung irgendwie kombiniert werden kann. Fragt mich nicht, wie ich auf das gekommen bin, aber sowohl Weltraumforschung ist gerade ein sehr aktuelles Thema, als auch Blockchain. Vielleicht gibt es da Kombinationsmöglichkeiten. Diese Idee gefällt mir besonders gut, weil sie eine sehr, sehr alte Idee von mir ist. Ich habe ursprünglich auch schon mal einen Prototypen davon gebaut und zwar habe ich mir die Frage gestellt, warum unsere Gürtel nicht mit Klettverschluss funktionieren. Wir haben Klettverschlussschuhe, wir verwenden Klettverschluss in verschiedensten Anwendungsbereichen, aber warum nicht als Gürtel? Ich habe dann tatsächlich einen Prototypen gebaut, einfach Klettverschluss genommen. Und es war so super, du hast einfach zack gemacht und der Gürtel war zu, du hast zack gemacht, der Gürtel war offen. Das heißt, du warst irrsinnig schnell beim Gürtel an- und ausziehen. Ich frage mich bis heute, warum das kein Unternehmen irgendwie macht. Das heißt, ich glaube, das wäre recht einfach zu produzieren. Man könnte recht leicht Marketing dafür machen. Zum Beispiel Skateboard-Sponsoring ist mir damals eingefallen. Einfach Skater sponsern, die solche Klettverschlussgürtel tragen mit einem guten Markennamen. Ich glaube, das wäre eine sehr, sehr gute Idee und wie gesagt auch sehr praktisch einzusetzen. Die letzte Geschäftsidee, die ich hier habe, ist das Buch Taucherlein herausbringen. Das ist ein Buch, das mein Vater für mich und meinen Bruder vor ungefähr 30 Jahren geschrieben hat. Ist eine super geile Story über das Taucherlein, das ein Abenteuer erlebt. Und diese Geschichte, die gibt's schon. Was es nicht gibt, ist gute Grafiken oder gutes Design dazu. Ich habe da schon mehrere Anläufe gestartet, aber nie ist das rausgekommen, was mir wirklich gut gefallen hat. Das heißt, wenn du jemanden kennst, der richtig gerne Kinderbücher zeichnet, der das wirklich gut kann und der da bei diesem Projekt dabei wäre, dann kontaktiere mich auch und wir bringen das Taucherlein zusammen heraus. Ja, das waren einige meiner Geschäftsideen, manche ein bisschen verrückter, manche ein bisschen einleuchtender, denke ich. Bitte lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr von diesen Geschäftsideen haltet. Ansonsten habt ihr gute Geschäftsideen, dann lasst es mich auch wissen und wir reden zusammen drüber.